möchte ich noch mal was zu den Gerichten sagen hier. Ich weiß nicht, ob wir schaffen, dass wir sie alle so schnell anmelden. So, wir wissen auch, Staatsanwaltschaft, da kann man bloß nicht hin, ne? Das ist nicht nur die Polizei. Also sagen wir, wie wir da vorgeführt wurden. Wie da dieser Mittag auch noch auftauchte und mit der Tür knallte und rumschrie. Bei einem Mann, der angeblich Pauli hieß. Das war gleich, wenn man bei der Staatsanwaltschaft reinkommt. Erdgeschoss ist das ja, ne? Gleich links rum und ziemlich weit hinten rechts, ne? Da kam dann auch noch einer aus dem Zimmer, der uns voll blödelte. Wir haben gefragt, ob wir da zum Mittag drin sitzen können. Ne? Weil wir uns nicht fühlen und so eine Schmerzen hatten. Vorher haben dann diese beiden angeblichen Studenten unsere Anzeige 2009 aufgenommen und nur Unsinn reingeschrieben, dass sie es nochmal neu geschrieben haben, aber wieder absichtlich falsch geschrieben haben. Sie haben so getan, als wenn sie es nicht verstehen. Ne? Sie haben die Anzeige entschärft, wir waren froh, dass da überhaupt eine Anzeige war, weil wir damals noch dachten, dass man noch ein bisschen für uns arbeitet. Ne? Weil wir mussten da jeden Tag mit der Ermordung rechnen, weil wir das ja mit diesen Drogen aufgedeckt haben. Und da war man ja auch so freundlich und hat uns dann im Polizeiladen oder wie das heißt auch gesagt, wir stehen im Polizeicomputer, ne? Und Polizeirevier 4 hat uns das auch gesagt, ne? Und Polizeipräsidium hat uns das auch gesagt und Polizeirevier 6 hat uns das auch gesagt, ne? Am 30. April 2009 waren wir da mal kurz vorstellig. Gesundheit, erinnere, Polizeirevier 6 wurde er denn ausfällig, ne? Wie viel Pickel hat er gehabt? Ich kenne leider die Dienstgrade nicht. Ist schlimm, dass das nirgendwo steht, dass man es mal nachlesen kann, ne? 3 oder 4 Stück hat er gehabt, ne? Und kam immer wieder zurück, ne? Möchte schon schön grüßen, alter Freund, ne? So, und so wurde nur gelogen und dumm getan und man hat alles verhindert. So, und dort wurde um uns gewischt und wenn wir das seid, da haben wir uns schon gewundert. So, und das waren Narkotika garantiert. So, und dann hat man uns immer getestet und dann kam der Idiot Mitat. Der Idiot Mitat, der hat schon mit Drogen geschoben in Höchst. Und da war mit bei, als ich erstochen werden sollte, unterm Höchster Bahnhof. Ich weiß nicht, müssen wir mal nachlesen. 8 oder 12 Sprillis waren da um mich rum, ne? Und Mitat stand so 2 Treppen höher. Oder sagen wir 10 Stufen höher und hat das alles geleitet und dumm rumgegrinst. Und das habe ich, glaube ich, mal schriftlich geschildert. Möchte nochmal wegen Wahrheitsgehalt sagen, man hatte hinterm Rücken ein Messer versteckt. Man wäre denn lang gegangen mit 2 Mann, das hat man auch gemacht. Und einer hätte mal blitzschnell bei mir zugestochen. Aber natürlich gucke ich, wo die ihre Hände haben. Hat mich umgedreht. So, und dann hat man mich versucht zu provozieren, ne, indem man feige Sauern so hinterhergerufen hat. Ne? Das muss ich leider so derb sagen, weil das sollen auch Jugendliche hören und sollen zuhören, was ich dazu sagen habe. Dann geht man weiter. Na, wer ist denn der Idiot, der sowas hinterher schreit? Und wo jeder weiß, ne, jeder Erwachsene, der schon ein bisschen mehr Verstand hat, wenn der Jugendliche dann noch ein bisschen wütig ist und keine Ahnung hat, ne, dass der andere nur provoziert werden soll. Und wenn sie dann zurückgehen würden und sich dem stellen, dann wird jeder, der da vorbeigeht, dann sagen, Mann, ist der aber dumm. Oh, ich hatte tierische Wut. Ich hätte es am liebsten, und ich hätte es auch geschafft, Schönheit verpassen können. Ne? Aber ich bin weitergegangen. Weil das einfach das Klügste ist. So, und der hatte dahinter ein schönes Messer, ein Dolch gehabt irgendwie. Schön lang hätte ausgereicht. So macht man das denn blitzschnell. So, und ich weiß nur, dass Mitat dabei ist und dass man den Anzeigen nicht nachging. Ja, jetzt komme ich schon wieder ins Tausend. So, möchte nochmals, oh, schon wieder so weit unterbrechbar.